und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch endlich mal mit zum Geißkopf. Ich bin auch das erste Mal dort. Und ja, es ist der letzte Bikepark-Besuch in dem Jahr, also 2023. Und ja, ich habe es endlich geschafft, mal hinzukommen. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's direkt mal auf den ersten Trail zum Einfahren. Let's go. Gestartet haben wir auf der Flowline. Die macht echt mega Bock. Die war leider bloß dann ab unterer Hälfte ungefähr war sie gesperrt. Da mussten wir dann umsteigen, aber war an für sich echt ein mega guter Trail. Ich kann mir gut auch vorstellen, dass wenn man die bis unten fährt, dass sie auch mega Bock macht. Vor allem mit einem Enduro, wenn man ein bisschen wendiger ist, hat sie schon echt gebockt. Die erste Abfahrt war noch relativ, alles steif und man hat sich wenig bewegen können. Es war so kalt, aber hat er einfach mega gebockt und dann so, ab der Hälfte vom Trail waren wir dann auch gut drauf. Als nächstes ging es dann auf die Downhill Line. Das erste Mal, die erste Abfahrt war sehr holprig und ich habe überhaupt keine Line gefunden. Also da haben wir sie uns erstmal bloß angeschaut, deswegen habe ich es euch mal relativ kurz zusammengeschnitten. Aber an für sich ist es eine mega, mega geile Strecke und ich denke auch, wenn ich das nächste Mal hinkomme, werde ich die öfter fahren und dann auch mit einem Downhiller. Ich denke, mit einem Downhiller hat man da auf jeden Fall auch nochmal mehr Spaß als mit einem Enduro bzw. mit einem All Mountain. Schön holprig, viele Steine, schöne Steinfelder auch. Ein paar echt coole Gaps, die es gibt, wo ich auch sage, die könnte ich auf jeden Fall auch schaffen. Und da bin ich aufs nächste Mal auf jeden Fall gespannt. Was echt nicht so geil war, war, dass überall einfach Laub war. Dadurch wurde es halt auch nochmal schwieriger, die Strecke zu erkennen und ein ganzes Stück holpriger. Dann ging es mit dem Lift wieder hoch und ich muss sagen, der Lift ist echt mega gut. Das Einhängen funktioniert mega gut. Man hat übel Zeit, das oben auch in Ruhe auszuhängen. Unten auch gar keinen Stress, das einzuhängen. Macht mega Bock. Dann ging es schon auf den nächsten Trail. Und ja, wie ihr sehen könnt, diesmal dann der Freeride bzw. Enduro Trail. Der hat auch mega, mega Bock gemacht. Der war am Anfang echt ein bisschen verwirrend, weil es sau viele Lines gibt. Aber mit der Zeit kam man so ein bisschen rein. Wir haben leider nicht so viele Abfahrten geschafft, weil es relativ schnell auch dunkel wurde. Aber der Trail, wenn man da ein paar Mal fährt, ist denke ich schon echt mega, mega gut. Alter, da fehlt dir der Federweg. Der macht richtig Bock, oder? Übel. Jetzt kommt gleich mal absenken. Oh, ja. Thank you.
Die Enduro One sind wir dann auch nochmal gefahren, wobei ich muss sagen, dass das auf jeden Fall nicht meine Lieblingsstrecke ist dort. Ist zwar mal ganz cool, aber für mich einfach viel zu flach. Ich denke, da, wenn du mit E-Bike oder so fahren würdest, wo du so ein Oh ja, bisschen stimmt, pushen wir könnten am könntest, Anfang. das wäre ganz cool, aber an für sich fand ich die Strecke ein bisschen zu flach. Hat aber trotzdem gebockt, also ein Kumpel, der Patrick, den hat es auf jeden Fall mega getaugt dort. Ja, für mich war es ein bisschen zu flach und zu langsam. Mir hat dann doch eher die Downhill oder die Freeride gefallen. Und ja, aber wir haben es angeschaut, Ja. war ganz nice zum Teil, aber halt größtenteils viel zu flach. Wuhu. Oh, es ist schön rutschig. Wo geht's denn hier lang? Oh ja. Alter. Oh, diese Kurven, ne? Ja, leider. Easy. So Leute, also ihr seht, im Geißkopf sind wir jetzt ein bisschen unterwegs. Die Strecken bocken echt, also die Enduro 1 ist mir ein bisschen langsam, aber sonst, bisher bockt es echt mega. Die Downhill ist auch richtig gut, aber mir fehlt noch so ein bisschen die Line. Aber jetzt die zweite Abfahrt auf der DH und jetzt wird schon langsam. Ich habe jetzt ein paar Mal nochmal hochgeschoben, nochmal neu gefahren, das war wichtig. Ja, ich wünsche mir heute aber schon meinen Downhitter. Also der wäre heute schon gut gewesen, da wäre einiges auf jeden Fall um einiges einfacher gewesen. Ja, aber jetzt würde ich sagen, fahren wir noch runter und dann gucken wir mal, was wir als nächstes fahren. Es wird langsam schon dunkel, obwohl es erst 2 ist, aber ja, es ist ein Nordhang, ein bisschen schwierig. Ja, jetzt geht es dann runter und würde sagen, let's go. Die Jumplands sind wir dann auch immer gefahren, die hat auch mega Bock gemacht. Am Anfang lief es nicht ganz so gut, aber beim zweiten bzw. beim dritten Mal war es dann auf jeden Fall deutlich besser.
Die hat auf jeden Fall auch immer Laune gemacht und ich denke mal beim nächsten Mal wird das auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser laufen. Ja, war aber trotzdem ganz nice. Der Drop geht ja vergessen. Ja, an für sich war es echt ein mega, mega guter Tag dort. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen und die Strecken sich anzuschauen. Die Evil Eye konnten wir leider nicht fahren. Also wir sind zweimal mit dem Lift dann hochgefahren und immer hat vor uns wen auf diesen Holzelementen geschmissen. Und da haben wir es immer verschoben, weil es echt noch nass war. Aber ja, letztendlich war es jetzt auch nicht so schlimm. Die können wir dann auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal fahren. Und dann hoffentlich auch, wenn es trocken ist, dann kann man die, denke ich, nochmal besser fahren. Da habe ich auf jeden Fall noch richtig Bock drauf. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.